Hi. Ja, was soll ich sagen? Es geht weiter mit dem kleinen Roadtrip-Vlog. Diesmal aber alleine und auch nicht so lange. Und zwar fahre ich jetzt dann eigentlich gleich los nach. Nee, schon wieder. Heidelberg. Heidelberg. Ja. Und zwar die Xenia, die ihr aus dem letzten Video kennt, die Lexi mich tätowiert hat. Die heiratet morgen und ich wurde eingeladen und ich habe mich sehr gefreut. Hello, my friends. Ich mache kurz einen Zwischenbericht. Ich bin jetzt. Wo bin ich denn überhaupt? Ich glaube Aurach oder so. Frag mich nicht, irgendwo bei dem McDonald's, weil ich aufs Klo gegangen bin. Ich bin jetzt schon 1,5, 2 Stunden irgendwie sowas gefahren. Fragt mich nicht. Alles gut gegangen bisher. Ich habe den Podcast von den Johnsons gehört mit Lisa und Moritz über die zweite Camper-Tour. Also ich weiß nicht, wenn ihr die interessant findet und so, hört euch diese Podcasts an. Es gibt 2 Stück mit den vielen zusammen über die Trips. Und die sind einfach so witzig. Das ist eine Empfehlung von mir. Und jetzt fahre ich weiter. Bis später. Let's go in. Voll cute, Leute. Voll cute. Also, ohne Witz. Erstens, der Dude ist total nett gewesen. Das Licht war so ein bisschen haunted, weil das ist ein Bewegungsmelder, aber das Licht ist für 2 Sekunden an. Ach, pass auf. Hier ist die Tür. Und dann, ihr habt es eigentlich gesehen. Hier geht man rein. Und hier ist so ein kleiner Tisch, ein Fernseher. Ja, Bettdingens, ein Schrank. Frage ich obviously nicht, aber übel der geile Schminkspiegel, hä? Hallo? Ich habe Freundinnen, die würden dafür töten. Und jetzt das Bad, das habe ich noch nicht angeguckt. Hä, richtig schön. Also, Min ist nicht groß, aber. Was will man mehr? Ich habe auch ein Doppelzimmer gebucht, also es gab halt irgendwie kein Einzelzimmer. Das nicht auf der. Ich habe es über Booking wieder gebucht. Ich buche irgendwie alles über Booking. Keine Werbung. I wish. Aber auch wo ich hergefahren bin. Upsi. Wo ich hergefahren bin. Die Strecke war halt richtig schön. Und hier die ganzen Berge und so. Schön hier. Es ist schön. Ich glaube, ich habe eigentlich gedacht, ich chill jetzt hier die ganze Zeit in meinem Zimmer. Also in meinem Zimmer hier. Aber ich glaube, ich werde nochmal loslaufen. Gucken, wo ich irgendwie vielleicht draußen essen kann oder so. Ich nehme euch mit. So, ich melde mich jetzt so richtig aus Heidelberg. Ich bin so ein bisschen verliebt in diese, wie es hier aussieht. Also, passt auf, ich glaube, ich stehe hier gerade am Neckar und ich zeige es euch später von oben nochmal. Also, irgendwie diese Häuser an dem Fluss, die sind auch übel die krassen Häuser. Aber es ist halt einfach richtig schön. I can't. Kann man so lang laufen? Ich weiß gar nicht, wie weit ich da vorgehen kann. Da kann ich mich einfach, das sind krasse Tische und eine Bank. Da kann ich mich dann hinsetzen, aber das sind Leute. Mal gucken. Aber es ist richtig, richtig, richtig schön. Also, weil ich Social Anxiety habe, werde ich jetzt hier wieder Pause drücken. Aber ich werde mich da jetzt hinsetzen und snacken. Yay! Guten Morgen. Es ist jetzt irgendwie 7 oder so. Ich bin eigentlich schon fast fertig, mich damit fertig zu machen. Ich dachte eigentlich gestern, komm, nimmst du einfach alles auf, filmst du mit, was du so machst. Guess what? Habe ich vergessen. Aber ja, ich habe mich einfach eh nur geschminkt, also jetzt irgendwie nichts sonderlich Neues, aber. Ich sag's euch, also ich gehe jetzt heute auf die Hochzeit und danach, also ich fahre halt irgendwann abends halt wieder hier zurück, also ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wird eh spannend, weil ich mich damit natürlich hier nicht auskenne.
aber ich das irgendwie halt in der App kaufen werde, weil ich finde Ticketautomaten super verwirrend meistens. Vor allem, wenn man halt nicht weiß, welches Ticket man braucht. Ja, also ich werde mir mein Ticket irgendwie in der App kaufen. Fingers crossed, dass das funktioniert. Und da werde ich halt abends wieder zurückfahren, also hierher zu dem Hotel, weil ich hoffe, dass ich hier mein Auto parken kann. Und dann fahre ich heute Abend nämlich schon wieder zurück. Und ich habe echt nicht viel geschlafen. Also ich habe halt mein Handy weggelegt um 21:45 oder so. Und ich wollte halt um 6 aufstehen. Und ich meine, das wäre ja vollkommen in Ordnung. Aber guess what? Vor 12 habe ich safe nicht geschlafen. Mir ist alles mögliche wieder eingefallen. Da habe ich mein Handy geholt, habe das noch aufgeschrieben. Dann hatte ich die Idee, dann war ich so, okay, nee, mach die Rollos doch zu. Ich konnte halt überhaupt nicht schlafen. Aber naja, vielleicht ist es so, wenn man heiratet, obwohl ich nicht mal heirate. Ich wollte aber auf jeden Fall noch eine, ich mache das einfach alles nebenbei, ne? Ich wollte eine Empfehlung aussprechen zu einer Serie. Und zwar The Bold Type. Also ich denke mal, dass es eh schon viele kennen. Aber ich habe gestern die allerletzte Folge überhaupt angeschaut und habe geweint. Ja, ich gebe es zu. Ist eine sehr krasse Serie. Also ich vergleiche es eigentlich immer mit Sex in the City in modern, also neuer halt einfach. Es geht auch um drei Mädels, die alle Millennials sind, also das thematisieren sie auch so, die auch in der Zeitschrift arbeiten, aber in verschiedenen Bereichen, also alle arbeiten da, oder zumindest zu Beginn. Und natürlich, es geht um Liebe, es geht um Drama und so, aber die sprechen so krasses Zeug an, also es geht um feministische Themen, aber auch um toxische Männlichkeit, es geht um... Also in jeder Folge ist eigentlich irgendwie so ein kleines Learning dabei. Es geht um die Normalisierung von Menstruation, es geht um Normalisierung von Therapien, es geht um... Ich weiß es gar nicht, aber es sind so viele Aspekte, die einfach so gut gemacht sind. Und ich bin mir sicher, also ich meine, ich habe die neue Staffel jetzt alleine geguckt. Das sind auch nur 6 Folgen gewesen, leider. Ich habe die Serie auch mit meiner Mama angefangen und werde die dementsprechend nochmal schauen und ich werde die safe irgendwann nochmal rewatchen, so. Von dem her, Herzensempfehlung, wirklich. Ja. Ich mache mich dann jetzt mal fertig. Ich habe mir mal wieder den besten Ort rausgesucht, um irgendwas zu erzählen. Aber ich muss es einfach erzählen. Es ist jetzt, pass auf, ich schaue auf die Uhr. Wird wir es auch ganz genau haben. Wo ist mein Handy? Hier. Es ist jetzt 8.07 Uhr. Und ich bin jetzt mit dem Bus in Heidelberg in die Innenstadt gefahren. Ich laufe hier und ich zeige euch mal ganz kurz mein Outfit. Moment. Also, ich habe halt einfach an so einen Rock. Eine Strumpfhose, meine Docs und so ein Blazer-Ding. Weil Hochzeit, man sieht sich ein bisschen schicker an und so, ja. Am I skinny? No. Am I worth wearing that? Yes. So. Und ich meine, ich habe sowas schon ewig nicht mehr angehabt. Ich war so, heute zieh ich es an. Und ich bin auch fein damit. Also ich habe jetzt keine 12 Zweifel oder so heute. Finde ich nice. Aber ich steige halt mitten in der Stadt aus und laufe da ein bisschen rum, weil ich bin natürlich... Sorry, es ist so laut. Ich bin natürlich viel zu früh und dachte so, okay, läufst du ein bisschen durch die Stadt. Fährt das so ein Müllauto an mir vorbei, weil die halt hier heute Mülltonnen aussehen, whatever. Und da waren 3 alte Männer drin, so. Und was machen die? Pfeifen raus und machen irgendwelche weirden Handbewegungen. I mean, es hat mich jetzt nicht irgendwie getriggert, also im negativen Sinne, so dass ich mich jetzt unwohl fühle oder so. Aber what the fuck, es ist 8 Uhr morgens und nur weil ich das anhabe, wird mir so ekelhaft nachgepfiffen. Wirklich, also es ist einfach disgusting und ich werde einfach nicht aufhören, so eine Scheiße anzusprechen, weil
wenn es jetzt nicht 8 Uhr morgens, sondern irgendwie 22 Uhr nachts gewesen wäre, vielleicht nicht Müllmännern dann, aber anderen Männern, würde ich mich so extrem unwohl fühlen und würde wahrscheinlich auf schnellstem Wege einfach irgendwie nach Hause gehen. Und das ist so disgusting und ekelhaft. Und wirklich, ich könnte mich so krass darüber aufregen. Also wirklich, ich glaube erst seit, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren oder sowas würde ich aktiv behaupten, ja, ich bin Feministin, weil das einfach was Wichtiges ist und Feminismus heißt nicht, alle Männer sind scheiße, aber es heißt, so ein Dreck soll einfach nicht mehr passieren, dass Frauen auch um 8 Uhr morgens aufgrund ihres Outfits so runtergemacht werden und wenn irgendjemand sich jetzt denkt, so what the fuck, was ist falsch mit ihr? Ihr versteht es dann wahrscheinlich nicht, war noch nie in der Lage, keine Ahnung. Es ist einfach eine Degradierung von menschlichen Wesen zu Objekten und das ist ekelhaft, wirklich ekelhaft. So, aber ich zeige euch jetzt mal Heidelberg, was ich gerade sehe, weil das ist echt schön. Dieser Mood Switch, aber let's not focus on the bad things. At least for now. Also ich könnte halt jetzt auch in Italien sein, ne? Ist schön hier. Und jetzt laufe ich wieder in die Innenstadt und hoffe, dass ich mich nicht wieder so aufregen muss. Also ich muss echt sagen, Heidelberg, die Stadt, ist halt richtig schön. Also, Sinja meinte, man kann hier jetzt nicht so viel machen, aber es ist echt schön. Und ohne die Hochzeit wäre ich halt safe hier nie hier gelandet und hätte nie so 50 Komfortzonen überwunden, weil ich bin alleine so 3,5-4 Stunden bin ich hergefahren, musste natürlich auch wieder zurückfahren. Habe alleine im Hotel geschlafen, habe dieses Outfit an, was ich schon richtig lange nicht mehr hatte. Ich vlogge einfach in der Stadt, alleine, habe ich auch noch nie gemacht. Ich gehe jetzt auf eine Hochzeit, wo ich legit nur die Braut kenne, also nicht mal den Bräutigam. Wenn da jetzt dieses Müllauto kommt, raste ich aus. Ne, ist ein anderes. Gut, irgendwas anderes. Also, this is your sign, dass jemand irgendwo alleine hinfahrt. Auf irgendeine random Stadt. Alleine. Ist nice, macht es. Sie dürfen applaudieren. Er ist dann. Hallo. Ihr könnt anfangen. Bitte. Ja, hi. Ich bin zwar wieder. Ich habe wieder mal kein Auto gedreht. I'm so sorry. Aber ja, wir waren dann, nachdem wir da was gegessen haben, das habt ihr noch gesehen, waren wir noch auf so einem, boah, wir sind rausgefahren aus Heidelberg. Also ich bin zurückgefahren, habe mein Auto geholt, bin dann dahin gefahren. Da waren wir dann noch auf so einem, ja, wie soll ich sagen, ja, irgendwo so im Grünen außerhalb von Heidelberg und haben dann noch ein bisschen gechillt. Und von da aus bin ich dann auch schon nach Hause gefahren. Ich glaube, da war es irgendwie noch nicht mal 6 oder so, aber ich musste ja noch 3,5 Stunden oder so fahren. Das heißt, war eigentlich ganz gut. Aber es war super schön, bis auf diese ganze Müllmänner-Sache. Ich glaube, man hat es gemerkt. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen und jetzt hoffe ich oder wünsche euch noch wie immer guten Abend, Tag, Nacht. Whatever. Ich weiß nicht, wann ihr das anschaut. Ganz viel Liebe von mir an euch alle. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, schreibt irgendwas, was ihr vielleicht auch noch sehen wollen würdet oder so. Und ja, bis bald. Bis bald.